Einmal König sein. Eberhard Dehade hatte am Freitag einen großen Auftritt auf dem Wochenmarkt. Mit einer goldenen Krone saß er auf einem roten, samtbezogenen Thron und ließ sich gemächlich über den Platz schieben. Umarmungen hier, Küsschen da und zwischendurch verteilte er Rosen. Für diese majestätische Ehrenrunde gab es einen guten Grund. Nach 45 Jahren hat der 77-jährige Eberhard Dehade, den alle nur Epi nennen, seinen Abschied vom Nordenhammer Wochenmarkt genommen. Der Schlachtermeister und Imbissbesitzer gehörte zu den Urgesteinen unter den Standbetreibern und war eine Institution auf dem Markt. Für den gebürtigen Langenrieper ist der Nordenhammer Wochenmarkt ein zweites Zuhause gewesen. Wie schwer es ihm gefallen ist, das Geschäft aufzugeben, lässt sich daran erkennen, dass er noch viele Jahre über das Rentenalter hinaus mit seinem Imbisswagen immer vor Ort gewesen ist. Bei Wind und Wetter.